Alicia, welcome to EasTV Home Cooking, die first session. Heute haben wir straight am Rhein, Cologne, seine Schandi. Wir haben den Main Bra eingeflogen aus Nerm, den EasTV Home Cooking Chef Number One, der Hunter in der Haus. Alles so right, Ogi? Hey, alles moin, wie geht's dir? Nee, alles bedonnert. Wenn ich den Stuff sehe, der hier so geplaced wurde, bin ich noch als quite happy. Was machen wir heute Abend? Wir machen Stir-Fry, ein Kudus Stir-Fry, okay. Weil man will was ganz anderes. Okay, Nerm Kudus Stir-Fry, ist der jetzt anders von den normalen Stir-Frys oder was ist die Story da? Exactly, ja. Das ist frisches Kudu-Fleisch. Ne? Ja. Den Bock haben wir heute Morgen geschossen. Ich war extra nochmal auf Yacht gewesen. Sehr gut. So, das ist frisch geschossener Kudu hier. Frisch geschossen, frisch eingelegt, nochmal gepökelt und alles Mögliche, was man mit Fleisch alles so macht. Ne? Ja. Wir haben nicht auch quai Hunger jetzt. So, lass uns dieses ganze Shandy schon mal starten. Was sind so die ersten Ingredients? Du brauchst auf jeden Fall ein leckeres Rost. Das muss mit Moja Kohle hier heiß sein. Auf jeden Fall hier ein neues Stainless Steel Rost, ne? Weil wir sind ja hygienisch heutzutage. Ne? Nicht so. Moin leckeren Wok, der urenheiß inzwischen schon ist. Ich mach den nicht anfassen. Okay, ne? Okay. Und dann die ganzen Ingredients. Check mal hier, wir haben jetzt so ein Biggie hier. Paprika, paar Millis, Frühlingszwiebeln, Zucchini, paar Karotten, Champignons. Das Kudu-Fleisch natürlich, yes, neueste Zeug. Ja, ein paar Nudeln haben wir hier noch drin. Okay. Also, und natürlich das Fleisch eingelegt in Spices, vorher Biggie in Biggie. Okay. Hier Soy Sauce, ganz wichtig, ein Biggie Sherry muss rein, ne? Old Brown, ne? Von zu Hause. Ja, und dann, wie gesagt, noch ein paar Spices rein. Moin. Und dann geht das los. Und am besten, wir fangen mit dem Gemüse an. Alright, das ne? Wieso mit dem Gemüse? Mit dem Gemüse, weil du alles separat anbraten musst. Okay, das ist ein Special Nam, Nam, Brei, Sosati, Shandi, Stir-Fry. Ich hol schon mal ein bisschen Öl in den Öl rein, ne? Wichtig, Erdnussöl. Okay. Ne? Kannst du Huren heiß machen und verbrennt nicht, ne? Klasse. Oh, McDonald's. Was ist das? Alright, das ist sehr gut. Was holen wir an? So, mit dem härtesten Gemüse, ne? Jetzt wollen wir erstmal hier ein paar Karotten reinmachen. Das ist McDonald's, hier happened der Shandi. Ist das nicht schön? Sizzling, ne? Sizzling onto the beef. Ja, wie ihr seht, dieser Oki kennt seine Story. Boys, der hat das studiert 7 Jahre lang. Studiert, alles im TV geguckt, alles studiert, ne? Ja, alles studiert. So, alright, so, dieses Zeug wird jetzt angebraten oder wie jobbt die Story? Wie lange? Das wird erstmal angebraten, ne? Jedes Gemüse wird einzeln angebraten. Dann kommt das auf den Teller. Alright. Ne? Dann, und wie gesagt, das Fleisch muss auch einmal separat halb durchgebraten werden, weil der Rest wird dann durchgebraten in der Pfanne, weil wenn du den jetzt schon durchbrätst und dann später nochmal reinhaust, ja, nee, dann wird das Thai. Damit der Nai Thai. Nee, 100. Weil der Wok jetzt natürlich so bloody heiß ist, wird das bloody roh. Das geht bloody. Nee, ich sehe so, dieses Zeug sieht schon amper frott wieder aus, so wie das da aussieht. Ja, das ist der Wok, ich habe den nicht gewaschen. Ah, nee, alright. Wichtig ist natürlich auch nicht vergessen, ne, wir wollen ja auch was trinken dabei, ne, sonst macht das Ganze ja keinen Spaß. Ja, nee, das stimmt. Wichtigste ist ein Dopp in der Hand. Ja, ich merke gerade, ich habe wieder Fockerl hier. Nee, ist doch halt mir schon schlecht, danke. Das, und ist das auch schon fertig? Also die Karotten sind jetzt schon, die sind klar. Ne? Das ist lang. Erstmal. Das reicht. Das ätern wir das schon mal auf den Teller hier drauf. Ätern wir auf den Teller. Was willst du denn noch als nächstes in deinem Bock haben? Okay. Du musst mir sagen, was du da rein ätterst. Ich kenne die Story mal Fockerl. Ich kenne die Story Fockerl. Du kriegst mal alles, damit du ein bisschen was auf die Rippen kriegst. Ne? Das reicht. Nee, danke. Gut. So. Wichtig. Naja, muss ja immer Öl rein. Wichtig ist nicht zu viel Öl rein. Nicht zu viel. Weil alles in Öl gebraten wird. Das war Biggie Stief, oder nicht? Nö, das ist auch halt. Okay, nicht so Biggie. Ich bin ja der Boss, ne? Ich dachte, das sollte es sein. Okay. Ja, nee, weil du kannst nicht zu viel Öl reinmachen. Wenn du jedes extra in Öl anbratest, dann hast du nachher so eine Lake Öl, weißt du, und das mögen die Leute nicht, ne? Dann hast du ja zu viel. Ja. Dann ist das ölfrei, nicht stirfrei. Ölfrei, ja, dann ist es ölfrei, genau. Das ist ja. Oh, mein Gott. Okay, jetzt kommt die Paprika rein. Ist das jetzt ein Ding, was wir für eine Person machen, jetzt quantity-wise? Das Wichtigste ist, du musst ein Stir-Fry, darfst du nicht alles reinkommen, weil dann machst du einen Auflauf. Machen die meisten Leute falsch. Die meisten Leute rollen alles rein, stehen mit ihrer Kelle und rühren die ganze Kacke von vorne um, das Ding suppt über und die Leute kriegen das dann nicht zurecht. Eben dieses große Ding an, zack, hier, die ganze Kacke läuft daneben. Mhm. Wichtig ist, ein Stir-Fry muss nämlich noch... Das Gemüse muss nicht verkocht sein. Okay. Das muss ganz... Ist das nicht wirklich gefährlich, so viel Gemüse in einen so einen Stir-Fry reinzurollen? Ich würde am besten noch wirklich mehr von dem Zeug jetzt da reinfreuen. Den Kudu. Das kommt gleich, das Gute kommt zum Schluss. Weißt du, ach gutes so. Ding braucht seine Zeit. Ist klar. Ne? Altes Nam-Sprichwort sagt, gutes Ding braucht seine Zeit. Ja, ja. Alright, 100. Das Schwarze hier in dem... ist nicht verbrannte Stellen, sondern das ist der Fruchtzucker.
Der Dreck von der Pfanne. Der Dreck von der Pfanne kannst du auch sagen, das ist karamellisiert. Aber man braucht ja ein paar schwarze Stellen beim Stir-Fry, ne? Ja. Genau wie ihr das beim Chinaman um die Ecke auch habt. Ja. Ne? Also, und da haben wir auch schon, die Paprika ist dann auch schon fertig. Ne? Ich sehe, du hast jetzt quite viele Spices und hier so. Stehen die hier, um neu auszusehen, oder werden die auch später noch gebraucht? Nee, die stehen da, um neu auszusehen. Ach so, okay. Nee, das ja, ich habe gedacht, damit jedenfalls etwas auf dem Tisch steht, ne? Weil sonst haben wir ja verkocht. Jetzt haben wir die Zucchini drin. Ne? Zucchini müsst ihr aufpassen. Wenn ihr da eine Zucchini drin habt, am besten, wenn ihr die Zucchini schneidet, vorher einmal probieren. Hast du nämlich öfters, dass mal eine bitter ist, und dann macht das den ganzen Stir-Fry im Mopp. Okay. Ne? Wie gesagt, alles scharf anbraten. Wichtig ist quelle Hitze, ne? Bestens natürlich Kameldornholz. Kameldornholz, oder ihr könnt auch Swartak nehmen, wunderbar. Am besten kein Prosop ist, das raucht wie Schwein. Ne? Da heult ihr beim Essen. Und, die Leute denken dann, nu Gott, das müssen wir da. Ja. Die sind auch schon recht. Und ich weiß von dir, du likest immer deine Millis, ne? Ja, ich like Millis. Du likest Millis. Ich like Millis, ja. Das ey. Die werden ganz raus schwarz. Alright. Das ey. Ein Wort, zack. Wichtig ist die Hitze. Ganz, ganz wichtig. Also es muss richtig heiß sein. Und dieses Zeug brennt jetzt rau an, die Millis. Die Millis werden rauer heiß, weil die haben den meisten Fruchtzucker von den ganzen Sachen. Wie viel Kalorien sind denn in so einem Stir-Fry dann drin? Plus minus, average. Jetzt so diesen Stir-Fry, den wir jetzt heute kräuen hier. Du musst den Stir-Fry fragen, das weiß ich nicht. Alright. Keine Ahnung. Okay. Nee, also wichtig ist auch nochmal, dass der Koch nicht verdurstet bei solcher Sache. Das ist ganz wichtig, ne? Sonst funktioniert gar nicht. Ja, und ich will mal mit meinem Team reden, dass der Moderator hier auch mal irgendwie was kriegt, weil ich gehe langsam ein hier. So, ist dieses Zeug jetzt klar? Können wir das jetzt endlich mal... Ich hab Hunger hier. Du freust jetzt Zeug? Ja, ja, nee, wie gesagt, gutes Ding dauert lange, ne? Also jetzt, die Millis sind auch schon klar. Das ist moin. Alright. Jetzt kommen wir nochmal hier Pilze, ne? Oh, hier kommt mein Dopp schon. Danke. Oh, vielen Dank. Ja, mal, das ist Service hier, Junge. Ich EastTV upgraded, Lani. Yes. Prost. Boys, check zu Hause, please, weil dieser... Oh, hold on. Boom, der Steve, Junge. Nee, alright. Wie gesagt, wir sind hier beim EastTV Home Cooking. Dieser Shandy Happen hier, dieser Bran neben mir, der fucking moved, Junge. Der freut seine Story. Wir sind jetzt busy mit den Pilzen gerade. Wir sind einfach klar mit diesem Stir-Fry. Das ist on the verge of klar zu werden, weil ich mag jetzt auch langsam Biggie Hunger. Als ganz zuletzt kommt dann noch der Kudu drauf. Sag, wo hast du den Kudu eigentlich geschossen? Den Kudu habe ich in den Kopf geschossen. Ach so, nee, ich meine nicht, auf welcher Place hast du ihn geschossen? Oh, das weiß ich nicht, neben der Pfanne. Ach so, nee, ja, hier wurde Richtung Okahania, ja, raus, und dann, wenn du dann Richtung Ochi hochfährst, da so. Längs und rechts musst du gucken, ja, da läuft immer was. Alright, nee, ganz moin. So, wir haben hier Biggie Offcut, so Roadkill haben wir Biggie gekriegt hier. Das ist ja ganz bedonnert. So, die Pilze musst du roh machen, weil die verlieren sonst zu schief Wasser. Nee, reit, ganz bedonnert, ganz bedonnert. Jetzt zu meinem Favorite Shandy. Nee, warte mal, hold on, wir haben noch diesen Shandy. Wir haben noch einmal Ho, dann nehmen wir eine kleine Hand von. Weißt du, du sollst ja auch nicht heulen beim Essen. Na weiß. Was ist das für ein Story, was jetzt da reinfällt? Das sind Frühlingspilze, ne? Ich wollte mal wieder was, wir wollen ein bisschen was Grünes auch reinmachen, damit das nach was aussieht. Alright, ja. Donner. Ja. Die brauchen auch ganz, ganz wenig. Ganz wenig. Nicht so ein Biggie. Ganz wenig. Das Auge isst ja schließlich auch mit. Und jetzt kommt dein Favorite. Das ist mein Favorite. Komm, Etter den Shandy, ja. Ist die Kohle noch heiß? Wie lange wird die das so heiß bleiben? Also man kann eine Sassi durchgeben, das kann ich gar nicht. Wie gesagt, wenn du Kameldornholz hast, langt die Sassi. Du kannst auch 15 Leute damit durchziehen. Also wenn Kohle moi heiß ist, dann klappt das moi. Jetzt holen wir erstmal Biggie Flakes. Das sei. So, das ist natürlich echtes Kudu-Fleisch aus Nam reingeflogen. EastTV, die sparen an nix. Oh, hier, wenn wir Kudu-Fleisch brauchen, dann holen wir das. Wir müssen uns gegeneinander helfen in diesem Land. Das sieht bedonnert aus. Kommt da jetzt noch Spices drauf, oder ist das nicht so rein? Das Fleisch ist wüst gespeist durch die Soße. Ah ja, und Biggie Honig kannst du da noch mit reinmachen. Okay. Meine Damen und Herren, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann hat der Hunter hier den Shandy klar. Dann wird dieser ganze Vermors wird dann nochmal in den Bock geättert und noch einmal warm gemacht oder was. Wir schalten noch kurz zurück in eine Werbung, wir sind sofort wieder da. Check die Story, Boys, wir freuen hier Stir-Fry. Der ist der Abend.
Yes, you're my lady. Here, take this. That's safe. Yes, yeah, give it some Puma for more power to play. Hast du dich schon immer gewundert, was diese Nerboys toben, hä? Huh? Yes, so, what's happened, Lani? Ich skin mit Chuck zum Beach. Komm zusammen. Was soll das bedeuten? Kein Kack, Boys. Mit dem neuen Es ist alles soweit Namslang Deutsch, Deutsch Namslang Dictionary. 500 Wörter, alles in Namslang auf 220 Seiten. Check die Story more. Jetzt available auf Easy Ease oder Namibian Bookstores nationwide. Welcome back to East TV Home Cooking mit meinem Bra, The Hunter, in the house, der Stir-Fry Cook Number One, der heult seine Story, beste Sommer. Anyways, wir sind zurück, das Kudu-Meat ist einfach klar. Meat ist einfach klar jetzt. Alright. Das soll ja nicht ganz klar werden, das nee, klar. Wir gleich alright. Nochmal 100, zum Schluss. 100, noch mal rein, jetzt addern wir einfach alles zusammen in diesen ganzen Main genau. Bowl hier rein. Genau, was wir nochmal machen, wir braten die Nudeln separately an. Weil das meiste Problem hast das ist eine befockte Idee. Die Nudeln hast du ja immer einmal als so ein Klomp. Ja. Wenn du jetzt noch Biggie Öl reinkreust und du machst die Nudeln, weil dann sind die mehr auseinander. Weil sonst hast du immer so ein Bowl. Ja, so ein ganzes Ding, der so stickt zusammen, so, ja, dass du kacken so ein muss, Knopf. Ja. Ne? Das wollen wir ja nicht. Und wie gesagt, immer mit der sterilen Hand, ne? Ich habe die extra gewaschen vorher. Ja. Nicht so, da geht die Scheiße schon los. Bevor du auf Klo gegangen bist, hast du die gewaschen. Ja, ja, genau. Das ist wichtig, ja. Nee, das ist ganz wichtig. Das Klo wird ja sauber hinterlassen. Ja, nächstes Mal. Es geht weiter, die Story. Wir ätten jetzt Biggie, wir brennen die so Biggie an, die Nudeln. Ja, safe. Das sind ja auch gebrannte Nudeln, ne? Ja. Sacho, wer schaut das Ganze nachher? Ich nicht. Lassen wir dich mal dran oder wir holen einfach Leute hier aus dem Publikum. Studio. Genau, aus dem, ne? Publikum. Das ist genau. Eine ganz besondere Idee. So, die Nudeln sind klar. Die Nudeln sind klar. Du holst die auf noch ein Separate. Noch ein Separate Teller, weil wenn du die jetzt reinhaust, dann machst du die alle zu klein. Alright. Weißt du? Alright. Das heißt, ihr müsst bei euch zu Hause huren viele Teller haben. So, ja, kriegt euch einen großen Tisch. Da muss eine richtige Sauerei sein. Ja, einen großen Tisch mit Stiefteller drauf, weil ich sehe, wird alles so ein bisschen aufgesplittet. So, es geht weiter. Okay. Es geht weiter. Wie gesagt, jetzt brauchst du kein Öl mehr reinrollen, weil das ist ja alles schon in Öl gebraten worden. Okay. Bedonnert. Jetzt kommt die ganze Soße nochmal da rein. Oh. Und der macht da schon richtig lecker Kraft. Jetzt kommt da ein Biggie Bunte. Ich sehe, da kommt so ein bisschen so ein Flavor-Mix das rein jetzt, so ein Color-Mix. Rainbow Nation, deswegen auch der Name Stir-Fry-Mix, der hier happened, ja. Ja, alright. Jetzt sieht das auch schon aus wie bei Oma in der Küche, alles klar. Riecht auch schon gut. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Wie gesagt, Biggie Nachspeisen ist immer wichtig, weil die Veggies nicht gespeist sind. Achso, weißt du? Das heißt, wir brauchen also doch Biggie von diesen Spices. Ja, weil dann gehen die ganzen Spices jetzt nämlich aus dem Fleisch, gehen jetzt in die Veggies rein. Ja. Das heißt, wir müssen dann nochmal Biggie nachhelfen. Wichtig ist oder lecker ist immer wirklich Curry. Alright. Das liken wir uns alle. Curry in Harry. Nicht zu viel. Curry in Harry. Wenn man den zwei so wirklich drauf hat. Okay, am Anfang war ich so wirklich skeptisch, aber wenn ich den Shandy jetzt sehe, bin ich noch als quite impressed. So, ich denke, hier kann was Neues rauskommen. Wichtig ist das Endprodukt. Wie Lemon Pepper ist immer ganz neu. Das sind jetzt alle Special Spices, die ihr auch im East TV Home Cooking seinem Shop kaufen könnt. Das Wichtigste, ob es die Aromat, ja, ist einer von den Main-Dingern. Wir verkaufen diesen ganzen Set, den ihr hier seht, kaufen wir für den Moin-Preis von 5 Nam-Dollar. So, 5 Nam-Dollar. Das ist ein Mahlzeitpreis. Billig wie auf dem China-Markt. Net so. Warum ist das ja auch ein Stir-Fry? Das kommt ja auch aus dem China-Markt, mit der Fresse. Anyways, hier diesen ganzen Shandy ohne diesen Ingredients, die wir reingeheult haben. Yes. Den kriegt ihr für 5 Nam-Dollar im East TV Home Cooking Shop. Ruft ihr einfach an die Nummer, die jetzt unten eingeblendet ist. Ist quite cheap. Könnt ihr mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen. Oder auch in Cash, dann müssen wir erst straight in Windhoek vorbeikommen. Jetzt kommen die Nudeln. Yes, oh, wir sind ready. Das hier Nudeln kommen die Nudeln rein. Boys, nicht zu viele. Boys, hier happens was. So Nudeln, dass du so Biki-Fleisch da drin hast und sowas. Also hast du nur Nudeln. Du frisst dich freck und du sagst, oh Gott, moin. Stücki Fleisch ist auch mal drin. Das sehe ich. Ja, ich hasse diese Stir-Fries von People, die dann immer nicht so Biggie-Fleisch reinrollen und du schmeckst eigentlich nicht Tomaten und Paprika und Karotten und den anderen Kack alles. Ja, nee, das like ich auch nicht. Du kannst auch die Pilze ersetzen mit Oma-Jovas. Oh, das ist auch ganz bedonnert, ja. Ganz lecker. Ja. Say, leckere bunte Sache. Moi, Stir-Fry aus dem Hause Hunter und Söhne.
Das ist TV. Wir performen, Boys, wir performen. Hast du noch was zu trinken da? Ich bin noch ruckt ab hier. Das soll ja ganz Ristach sein hier auf dem. Ja. Das ist ja wie ein Brei, nur das ist ein Stir-Fry. Ne? Stir-Fry. So, du kannst eigentlich deinen Mats jetzt in der Zukunft sagen, yes, Okis, bring uns Stir-Fry. Bring uns Stir-Fry, genau. Ja. So, dass ihr Boys da draußen auch nicht wisst, listen, man muss sich immer die großen Rippen und die Steaks freuen, which is auch moin, aber man Stir-Fry für den Mean, so in-betweener, ist auch nicht bad. So, ja, ich bin quite impressed, was jetzt hier zusammengekommen ist. Können wir das jetzt auf den Teller addern? Das freuen wir jetzt auf den Teller, sofort. Maidon. Das ist nicht bad. So, wir sind jetzt hier bei der Endsession von dem ESTV Home Cooking, die Special Hunter Edition. Der hat uns heute einen Stir-Fry gekreut. So, ich muss sagen, das sieht nicht bad aus, Oki. Wir können dich auf jeden Fall das nächste Mal dahin booken, dass du uns auch wieder was zusammenkommst. Lass ihn, dann will ich mal gerne, dass du mal probierst. Ich halte jetzt mal so lange hier. Yes, das wäre ganz bedonnert, dir. Lass ihn. So. Und dann musst du jetzt mal dein Urteil abgeben. Obviously werde ich natürlich erstmal jetzt nicht die. Und sag nichts Falsches. Die Kudu-Steaks hier, die Kudu-Shanis hier raus. Ja, und sag nichts Falsches. Das ist für mich quite am wichtigsten, dass man hier auf. Oh my god, das Ding ist noch weiter mal gehen. Verbrenn dir nicht. Aber ist alright, ist alright. Brenn mir das Kabel hier an. Lecker? Das ist nicht High Temperature. Und der Spice-Ingredient, was hier drin ist, nicht richtig. Nicht so salzig, nicht so. McDonald's, Lani. Ich bin im Test. Das ist auch die Ende von dieser Session, Boys. Wir enden das Ganze hier mit einem schönen Prost. Ja, ich sehe, du klappst erstmal, liebe Reiten. 100. Kein Problem. Schaltet ein das nächste Mal, wenn es heißt ESTV Home Cooking, Holz in den Schande. Hoffentlich haben wir das nächste Mal auch der Hunter wieder spezial dabei. Who knows, wo wir sein können. Wir könnten in Nam sein, wir können maybe in Germany sein, irgendwo am Strand chillen. Wir traveln die Welt mit diesen Schande. Wir zeigen euch, wie man Nam-Style-Cooking macht all over the world, but there's no limit an diesem Land. Yes, ja, das war's und yes, bis nächste Woche. Checken wir Shandy. Boys, ich sag dir ciao. Enjoy bis nächstes Mal. Yes, ja, ESTV Home Cooking. Hunter, danke, Mann. Ciao, Bogi.